Servus Jungs, oder? Die Bubble Tea, oder? Wir sind hier in Köln auf dem CCG Grand Tournament. Wir haben hier die United Pro Gamers, ein Team. Ja, wir wollen mal kurz interviewen, ein paar Fragen stellen. Und dann fangen wir an mit ein paar Fragen. Ja, erste Frage ist so, wie fandet ihr das CCG-Turnier jetzt so ungefähr hier? Ja, also die Organisation an sich, also die Idee vor allem an sich, ist auf jeden Fall gut. Wir können gerne so weitermachen, aber es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, die location-abhängig sind und da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, dass die besser werden. Zum Beispiel? Bei der Location war es zum Beispiel so, dass man hier unten auf der Etage, als es abends ein bisschen dunkler geworden ist, extrem schlechtes Licht hatte. Das war total dämmerig, man hat die Karten zwar noch erkannt, aber es war halt merkwürdig zu spielen. Die Verspätung war natürlich auch relativ kritisch gestern am ersten Tag. Aber das lag nicht an der Location, das lag halt einfach an diesem Buy-System. Das war jetzt wegen Lil. Das sollte ja dann in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil es da eine Ausnahme war. Und ja, alles in allem war es okay. Gute Judges, also gute Loka, das Drumherum gut gemacht. Sehr geil. Kurz zu eurem Team an sich. Wie lange gibt es euch schon? 2008. Wir sind eigentlich ganz schön alt schon, ne? 2008 schon, ja. Also bevor diese ganzen Teams überall aus dem Boden gesprossen sind, ja, da gab es uns eigentlich schon. Ja. Also wir gehören auf jeden Fall so zu den ersten Teams. Wie viele Members habt ihr? Wir sind jetzt aktuell 9 Leute. 9. Und ja, wir versuchen natürlich stetig uns weiterzuentwickeln, unserem Namen gerecht zu werden. Okay. Also wir haben hier einen Interessenten, der möchte sich vielleicht bewerben. Wie ist es bei euch? Ist es jetzt nur zu, also spielt ihr nur Yu-Gi-Oh! Oder macht ihr auch was anderes als Team? Also jetzt, keine Ahnung, Channels oder sowas, keine Ahnung. Also, ja. Also ihr seid so freundschaftlich? Okay. Die Tatsache, dass wir in einem Team sind, in einem Yu-Gi-Oh!-Team, schweißt uns halt auch so ein bisschen besser zusammen als Freunde und machen halt gerade auch sehr viel. Okay. Kommt ihr alle aus der Welt? Also wo kommt ihr alle her? Also der Hauptteil kommt so aus der Region Rhein-Main, also Frankfurt hauptsächlich. Und es gibt da ein paar Leute, die kommen ein paar Meter weiter weg, aber jetzt auch nichts Kritisches. Ja, ich meine, wo kommst du her? Aus Limburg, in der Hamburg. Mega Mensch, aber ist egal. Wie lange fährst du nach Frankfurt? Das geht also Patrick ja noch. War zum Beispiel so sozial und hat uns am Freitag, ich bin ja schon gekommen, am Freitag alle in Frankfurt eingesammelt, weil drei von uns halt sonst keinen Fahrer in die Stadt gehabt hat. Richtung, ja, so und dann wieder so. Null, okay. Sehr geil. Also es geht. Okay, sehr gut. An sich so, wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen? Also was bedeutet das nach der... Okay, jetzt muss Johnny rein, was hier? Weil Johnny ist das letzte verbliebene Member vom Gründungsstab, sag ich jetzt mal. Ja? Also, der Name kam irgendwie so zustande, dass Christian Mück, das ist der Gründer von diesem Team, der zusammen mit einem Timothy Clauder und mit einem Joshua Gillison, die schon lange nicht mehr spielen, haben diesen Namen irgendwie zusammen entworfen. Ja. Keine Ahnung, wie die jetzt genau drauf kamen, aber die haben gesagt, hier United Pro Gamers. United, weil in dem Sinne von Vereinigung, Bosus irgendwie, ja, Bosus gab es ja schon vorher. Und dann haben sie einfach United und dann haben die gesagt, hier Pro Gamers. Eigentlich wollten die, vorher hatten wir die Idee, Team United was mit Chachos und bei erste Idee. Zum Glück nicht. Ja, zum Glück nicht, ja. Also kam es zustande und Session haben die dann entworfen. Zwischen Grafiker haben wir das dann eben übernommen. So kam der Name dann zustande. Da steckt ja eine richtige Story dahinter. Ja, auf jeden Fall. Also die Competitive-Szene hat sich natürlich extrem weiterentwickelt in der Zeit. Gerade halt auch mit so Teams wie Gosus, die sich halt total etabliert haben. Oder dann auch so neue Teams wie CCG. Und dann hat sich natürlich auch unser Name so ein bisschen mit der Zeit entwickelt. Also die Leute haben eine andere Vorstellung davon. Ja. Und wir versuchen halt immer so ein bisschen... Ein Ex-Mitglied? Ja, ein Ex-Mitglied? Der ist ein Verräter. Ja, das ist so ein richtiger 31er. Der kann einfach mal reden. Und wie lief das Turnier für euch? So heute? Gestern?
eigentlich einer von euch Top 16 oder so? Mir nicht gut. Ja, ja, wir haben jetzt den Jan-Oliver Groß haben wir jetzt gerade Top 16, der stand jetzt seit gestern schon, gell? Der stand seit gestern zu 2, hat aber mit zu 2 den besten Tiebreak von allen zu 2. Ja. Und dann hatten wir halt, stand zu 1 bis jetzt letzte Runde, hab dann leider im Feature-Match verloren und ich hatte mit zu 1 einen extrem schlechten Tiebreak, was ich natürlich mit einer Niederlage auch nicht verbessert habe. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft und viele haben gestern schon gedroppt. Haben zwei heute noch weitergespielt, aber die meisten sind halt wegen einem schlechten Tiebreak nicht reingekommen. Also wir haben so zwei, drei Leute, die 20er waren, aber nur einen, der es halt reingeschafft hat. Okay, und wie ist es eigentlich so bei euch im Team an sich? Also ihr besprecht ja auch dann so Decks und Karten und alles, oder? Ja. Spielt ihr dann alle einheitlich immer ein Deck oder macht sie dann, sagt der eine, nee, ich spiele auch irgendwas anderes oder wie ist es so bei euch? Wir spielen da schon gemischte Decks, jeder wo er drauf kommt hat. Okay. Die gleiche Deck spielen, da trifft man sich auch und spielt halt ähnlich. Manche haben ja vom Playstyle immer eine andere Vorliebe und so, dann werden halt ein, zwei Karten geändert. Okay. Aber wir besprechen auf jeden Fall und testen halt dann zusammen. Okay. Aber ihr habt ja heute eigentlich, glaube ich, alle dasselbe gespielt, oder? Quacko-Pace, oder? Aber verschieden. Außer Eichelo? Ja, Phantom Black Abyss. Du hast doch alles schon. Elitis. Ist nicht gut gegen Team Bobby Team. Oh mein Gott. Wurdest du rasiert, oder? Da war so jede Karte perfekt gerade. Das hat gepasst. Ja, also die meisten vom Team, die orientieren sich schon so an dem Meta, also an dem meistgespielten Deck. Ich meine, so Decks wie Cosmo etc. gehören auch zum Meta dazu. Ja. Aber gerade so ein Deck wie Dracopal sticht halt hervor und die meisten wählen dann schon dieses Deck. Aber wir haben jetzt auch... Okay. Wir haben... Was ist denn da? Und jeder spielt dann so ungefähr so ein bisschen verändert wahrscheinlich, oder? Also ja, ist genau. Halt anders wie jetzt Kollege. Wie Raoul schon gesagt hat, ja, es hat jeder so seine Vorliebe, jeder fühlt sich mit anderen Karten ein bisschen sicherer. Okay. Und von daher, wir spielen eigentlich fast nie 1-1. Okay. Du bist ja der Teamleiter, also was stellt ihr euch eigentlich so vor, was ein Team für Aufgaben hat und so und was habt ihr so für einzelne Aufgaben? Also wir wollen natürlich mit unserem Team einen gewissen Namen in der Community haben. Wir wollen jetzt nicht hier die Oberbabus in der Szene sein, so oh, ich muss jetzt gegen einen Pro-Gamer spielen, ich mach mir in die Hose. Ja. Wir sind in der Szene vor allem dafür bekannt, dass wir, halt, wie wir es gerade vorhin schon gesagt haben, dass wir so ein sehr freundschaftliches Team sind. Und wir sind im Moment halt dabei, das hatte ich ja auch gerade schon erwähnt, dass die Competition sich so ein bisschen verändert hat. Wir versuchen gerade so ein bisschen unserem Namen mehr gerecht zu werden, weil wir jetzt in letzter Zeit nicht so viele Erfolge hatten. Und dann mit so einem Rollnamen, ja hier United Pro Gamers, ist das dann natürlich schwer, wenn die Erfolge fehlen. Und da arbeiten wir halt immer dran, so ein bisschen diesen Gesamteindruck halt zu verbessern mit spielerischen Leistungen und halt auch dann so Sachen wie halt einfach Social Network, ja, also einfach Aktivität auf Facebook, YouTube, den Leuten halt zeigen, hallo, wir sind da. Und ja, dass wir halt einfach zusammen was machen, also das ist halt ganz wichtig, ja, dass man einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Ich meine, so in der Community ist man ja eh mit Gott und der Welt befreundet, ja, aber halt gerade so ein Team, dass man da nochmal so ein bisschen zusammen halt noch mehr machen kann. Ja, das ist halt ganz wichtig. So, letzte Frage noch von mir. Wenn man sich bei euch bewerben möchte, wie macht man das? Wie also, kommt man in euer Team rein? Wir haben verschiedene Arten bisher bekommen. Am gängigsten ist eigentlich in Textform auf Facebook, weil das halt auch absolut jeder lesen kann über den Page Manager etc. Das sieht man dann auch direkt. Was wir auch immer gerne sehen, ist, wenn man uns persönlich anspricht auf dem Turnier, sich vorstellt und man sagt, hey Leute, ich bin der und der und ich möchte dies, das, jenes machen. Weil was wir halt sehr oft haben, sind Leute, die uns kennen, mehr oder weniger gut, in letzter Zeit eher weniger gut. Und die wollen dann halt nur so ins Team, weil sie uns kennen, aber mehr halt auch nicht. Ja. Und, habt ihr da irgendwelche Aufnahmebedingungen? Zum Beispiel, ihr kommt ja alle aus derselben Gegend, sprich wenn irgendjemand von zum Beispiel München Interesse hätte. Aber das ist rein theoretisch, ist ja ein bisschen weiter weg. Also, hätte der da eine Chance? Die Entfernung ist prinzipiell, zweitrangig, sage ich mal. Ich meine, heutzutage gibt es Facebook, es gibt WhatsApp, man kann skypen und so weiter. Man trifft sich dann auf relativ großen Events mehrmals im Jahr, also das ist kein Thema. Ja.
was uns halt wichtig ist, wir suchen nach Leuten, die besser sind als wir. Ja, weil wenn wir uns verbessern wollen, dann können wir halt eigentlich nicht mit Leuten anfangen, die genauso drauf sind wie wir. Wir brauchen eigentlich Leute, die ein bisschen besser sind, die uns dann hochziehen, mit denen wir halt gemeinsam das Team nochmal eine Ecke besser machen können. Auf sowas achten wir halt, dass Leute irgendwie ja nicht so Standard sind, sage ich mal, sondern halt in irgendeiner Form rausstechen. Ja. Und wir müssen uns natürlich auch mit denen verstehen. Euer nächstes Event, wo seid ihr dabei? DM wahrscheinlich, oder? Oder was ist auf jeden Fall ist ja fast Heimspiel für uns mit Mainz. Ja, wir kommen ja eh aus der Ecke. Also National Season ist bei uns auch sehr breit gefächert wieder dieses Jahr. Wir haben auf der DM wird das halbe Team touchen. Okay. Und ein paar werden spielen. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Ja, dann vielen Dank an euch, gell? Ja, wir sind bei Local Store und Jack Entertainment. Ja, Jack Entertainment hier. Shoutout, Sponsoren. Ja. Und auch die Turniere sind immer cool. Ja, ja, sind wir, die haben jetzt gerade einen zweiten Store aufgemacht in Frankfurt. Like die auf Facebook, dies, das, ja, wie immer. Ja, das ist bitte. Dann kommst du zu Hause, ne? Und wir sehen uns dann auch schon DM wahrscheinlich, ne? Genau. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mäßig.